Ein Ausspruch von Zen-Meister Huang Po. Der Geist ist von strahlender Klarheit erfüllt. Und deshalb werft die Dunkelheit eure alten toten Begriffe fort. Befreit euch von allem. Fragt sich der eine oder andere vielleicht, ja, von allem befreien. Wo fange ich jetzt denn da an? Nun ja, mein Auto klappert ja auch schon ganz schön darum. Und der Jüngste, fange ich mal damit an, dass ich das Auto jetzt dann loswerde. Ich verkauf's, hol mir ein neues. Oder irgendetwas, was ihn sowieso schon die ganze Zeit gestört hat, davon befreit er sich. Befreit sich von seiner Frau, seiner Freundin. Die Frau befreit sich von dem Mann. Meint, das wäre es dann. Aber wenn ihr dann so weiter fortschreitet und befreit euch von diesem und von jenem, wird es kein Ende nehmen. Ihr werdet niemals dahin gelangen, dass ihr euch von allem befreit. Pythagoras sagt, das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile. Gibt denen doch mal was zu trinken, kommt ja keiner auf den Gedanken. Wer möchte nicht, lass doch mal einen Schluck. Ja, das wäre eine gute Sache. Da sollst du mal sehen, wie das gleich gut geht, mein Bester. Ja, das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile. Und was ist das Ganze? Nun ja, wenn wir nach der Lehre des Buddha hierbei vorgehen, dann kommen wir unweigerlich dahin, dass wir uns auf die Grundursache besinnen. Die Wurzel. Was ist die Wurzel? Was ist die Grundursache letztlich all dessen, was mich bedrückt? Da kann keiner sagen, es gibt nichts, was mich bedrückt. Vielleicht mag das im Moment so sein, aber schneller als man denkt, hat sich die Situation gewandelt. Solange der Mensch nicht durchbricht durch das Mumonquan, durch das torlose Tor, hinein in das strahlende Licht des einen Geistes, das strahlende Licht der Herrlichkeit des ewigen Lebens, der Unsterblichkeit, der reinen Glückseligkeit, des unendlichen Friedens. Solange das nicht stattfindet, wird der Mensch immer von den verschiedenen Belangen des Samsara hin und her gebeutelt, von einer Freuderfahrung geht's wieder dann tief in Absturz, wieder nach unten, in die Ängste und Depressionen. Aber was ist die Ursache? Die Grundursache ist eben die Tendenz des Bewusstseins zu unterscheiden. Das unterscheidende Bewusstsein. Solange diese verselbstständigte Tendenz, alles zu unterscheiden und zu bewerten, gemäß unserer Unterscheidung, werden wir niemals glücklich sein. Denn werden wieder neue Dinge kommen, die dir sehr gut gefallen. Und nach einer Zeit wiederum nicht gut gefallen. Und andere Dinge, die dir gar nicht gut gefallen. Aber nach einer gewissen Zeit kann es sogar so weit kommen, dass du sie richtig lieb gewinnst. Wie Lao Tse sagt, großes Glück wendet sich schnell zum Unglück. Und großes Unglück wendet sich schnell zum Glück.
Keiner weiß, wie es ist. Keiner weiß, wie es endet. Ein Dokusan-Gast kommt zu mir hoch und sagt, er leidet in letzter Zeit so stark unter Ängsten. Und da habe ich dann gefragt, ja, wie sind die Ängste? Hast du die, wenn du mit Menschen zusammen bist, wenn du im Bett bist oder wenn du allein bist oder wie? Er sagt, wenn er allein mit sich selbst ist, dann kommen die Ängste hoch. Nun ja, es ist ja so, er ist ja schon langjähriger Schüler und er weiß, es geht darum, Geburt und Tod zu überwinden. Und sich bewusst zu machen, dass all das, womit er sich sein ganzes Leben lang identifiziert hatte, so dass er wirklich glaubt, diese Gesamtsumme von Irrtümern zu sein, dass dies sein Sein, sein Selbst ausmacht, dass es darum geht, sich davon zu befreien. Das hört sich gut an, bis auf einen, der hört es gar nicht gern. Und das ist das Ego. Sowas hört das Ego gar nicht gern, dass es sich von allem befreien soll. Und wenn du mit dir allein bist und du eigentlich die Stille jetzt genießen könntest, dann kommt schnell dieser innere Unmut hoch von dem Ego, der sich als Angst vor der Vergänglichkeit, Angst vor der Wandlung, Angst vor dem Tod zeigt. Grund genommen Ahamkara, die Angst vor der Loslösung, vom Loslassen. Ahamkara ist ein buddhistischer Begriff und heißt der Festhalter, der Anklammerer. Es ist eben diese Tendenz des Egos, immer einen Halt zu finden, um sich daran festzuhalten. Und es ist wie ein Affe auf einen Baum, der auf einen Baumbild hin und her springt, von einem Ast zum anderen und erst diesen Ast loslässt, wenn es schon bereits einen anderen ergriffen hat oder schon einen fixiert hat und auf ihn zuspringt. Aber immer festklammern von einer Klammerung zur nächsten. Aber was ist das alles, diese ganzen Konzepte? Eine gewaltige Summe von Gedanken. Und was sind diese Gedanken, die uns da quälen? Ja, es ist nichts Neues. Es ist immer das Gleiche. Immer die gleichen Gedanken in verschiedenerlei Gewand. Mal erscheinen sie so, mal erscheinen sie so. Aber Schuld ist nichts anderes als unsere falsche Sichtweise. Aber kommen und gehen, die Illusion der Vielheit, Angst vor dem Tod, all das ist Raum-Zeit-Illusion. Aber Raum und Zeit haben keine Wirklichkeit. Einstein hat bewiesen, dass Raum und Zeit voneinander abhängig sind und das eine nicht ohne das andere ist, dass sie sich gegenseitig bedingen. Die heutige Wissenschaft geht darüber hinaus und sagt, dass Raum und Zeit sich nicht nur gegenseitig bedingen, sondern überhaupt nicht existieren. Die haben gar keine Existenz. Die sind nichts anderes als zugrunde liegende Bewusstseinskategorien der Wahrnehmung einer scheinbaren äußeren Erscheinungswelt. Denn die ganze äußere Erscheinungswelt, die wir so erleben als eine Dichte, als eine Ansammlung von dichter Substanz in der Vielheit von vielerlei von Dingen und Bewegungen, ist nichts anderes als die Bewegung
des Geistes. So wie ihr ja auch dieses Beispiel kennt von den zwei Mönchen, die am Eingang des Klosters von Neuenenge sich streiten. Der eine sagt, schau, die Fahne bewegt sich im Wind, der andere sagt, nein, es ist der Wind, der sich bewegt. Nein, nein, die Fahne, nein, der Wind. Und plötzlich steht der sechste Patriarch hinter ihnen, stößt mit seinem Stock auf und sagt, weder Wind noch Fahne bewegen sich, allein der Geist bewegt sich. Der Weg der Erkenntnis ist, dass man von dem Besonderen auf das Allgemeine schließt. Das heißt, dass dies nicht nur ein Sonderfall ist jetzt, dieses Gleichnis, sondern dass dies auf das ganze menschliche Sein, das ganze Samsara-Erleben des Menschen zutreffend ist. Meister Eckhart sagt, es steht kein Unfriede in dir auf, es sei denn durch dich selbst, in dir selbst. In dir selbst. Es gibt nichts im ganzen Universum, was bei dir Unfriede auslösen könnte. Es gibt Situationen, es gibt Dinge, Ereignisse und deine Bezugnahme zu den Dingen bewirkt dann letztlich, ob du es als angenehm oder unangenehm erlebst, ob du es freudig annehmen willst oder verdrängst und von dir stoßen willst. Also sagte ich zu diesem Schüler, der Angst hat, sei dir bewusst, dass Vergänglichkeit nur ein illusorischer Faktor ist. Es gibt keinen Raum und es gibt keine Zeit. Und wo keine Zeit ist, gibt es auch keine Wandlung. Weshalb das Absolute, der Dhammakaya, die höchste Wirklichkeit, auch als das Unwandelbare bezeichnet wird. Das Tao ist das Unwandelbare und doch bewirkt es jeden Wandel. Und dies ist dein wahres Selbst, dies ist dein wahres Sein. Sei dir bewusst, dass alles, was wandelbar ist, mit deiner wahren Wirklichkeit nicht das Geringste zu tun hat. Du selbst bist unwandelbar. Im Augenblick deines Todes stirbt deine Weltwahrnehmung. Und somit der ganze Samsara, die ganze Welt stirbt, einschließlich die den Persönlichkeitswahn bildenden einzelnen Daseinsfaktoren im Buddhismus, die Skandhas genannt. Körper, Empfindungen, Wahrnehmung, Geistregung, Bewusstsein und alles, was aus dem Konglomerat und der Verbindung dieser Elemente sich dann ergibt und entsteht. Aber alles ist ohne Wirklichkeit. So wie Kolet, also Salomo in der Bibel im Alten Testament sagt, alles ist nichts weiter als Lufthauch und Windgespinst ohne Wirklichkeit. Eine junge Schülerin kommt und sagt sie, und man merkt, sie leidet unter sich selbst. Sie kommt mit sich nicht klar. Sie nimmt sich nicht selbst richtig wahr und ist alles so schwammig, weiß nicht, wo sie steht. Auch mit ihrer Beziehung, mit ihrem Freund, weiß sie auch nicht, ob er sie liebt oder nicht. Das sagt man lieb. Am Anfang war es so gewesen, aber dann nicht und dies und das. Und da habe ich gesagt, solange du deine Befindlichkeit, dein Glück abhängig machst von anderen Menschen, was andere Menschen von dir denken, manche andere Menschen zu dir sagen, mit dir umgehen, wirst du niemals glücklich sein. Sondern du musst deine Mitte in dir selbst finden. Du musst Stabilität in dir selbst finden. Aber nicht, wenn du so ohne innere Lebenskraft durch die Gegend schleichst, sondern indem du eben deine Mitte findest. Und die Mitte, das heißt, dass du Körper, Atem und Geist zusammenbringst. Dass dein Atem voller Leben und Bewusstseinskraft ist. Der Atem ist Bewusstsein und Bewusstsein ist Atem. Und Bewusstsein und Atem ist Leben. Bewusstheit.
Als weiter Vedanta sprechen wir von Satzit Ananda, als die Wirklichkeit Brahmans. Brahman, der aus sich selbst strahlt, das strahlende Licht des Selbstgeistes, ist Satzit Ananda. Reines Sein, absolutes Bewusstsein, unendliche Glückseligkeit. Das reine Sein ist Sein, das Leben, das sein Leben aus sich selbst hat und allem Leben gibt. Und Bewusstsein ist eben diese Erkenntnis, dieses Erleben, dass sich dieses Seins bewusst ist. Denn ein Bewusstsein ohne Sein gibt es nicht. Ein Bewusstsein ohne Sein ist eine irrige Vorstellung. Gibt nur Nichtsein und Sein. Aber wenn du unterscheidest jetzt zwischen Sein und Nichtsein, dann fällst du gleich in die sinistische Falle, wo es heißt, im Mumunkwan, einer wunderbaren alten Koansammlung, wer unterscheidet zwischen Sein und Nichtsein, verliert Leib und Leben. Das heißt, mach es nicht mit dem Verstand, sondern lebe es. Und es leben, das Leben, Leben heißt Sein. Es setzt Sein voraus. Das heißt Sein, dass du bist. Aber nicht, dass du in der Vergangenheit warst, das ist ja gar nichts. Oder in Zukunft sein wirst, wie du hoffst. Sondern, dass du jetzt in diesem Augenblick wirklich bist. Jetzt hier bist. Dann fällt auf einmal alles weg. Fühl deine Mitte. Fühl deinen Atem, Körper, Atem, Geist. Und du kommst von deiner Kopflastigkeit, von deinem kopflastig bedingten Leiden und von allen negativen Einflüsterungen kommst du dann weg. Alles fließt weg und du wirst frei. Du wirst auf einmal sehen, dass du eine ganz andere Welt erlebst. Du siehst die Menschen anders. Du siehst die Welt anders. Du gehst mit Menschen anders um und du wirst auch erkennen, dass die Menschen dich anders wahrnehmen. Und dass Beziehungen, die nur so oberflächlich sind, auf einmal an Tiefe gewinnen. Und ich sagte zu dir, junge Frau, deine Beziehung, die du hast, eure zwei Herzen sind sich nie begegnet. Es ist einfach so gut, man trifft sich, redet miteinander, geht zusammen ins Bett oder sonst was, geht zusammen essen, aber die Herzen haben sich nie berührt. Auch in der Erotik berühren sich nur die Körper, aber die Herzen berühren sich nicht. Und das ist das, worunter sie leidet, das fühle ich. Wirkliche Liebe zu erleben, wirkliche Liebe setzt Sein voraus. Aber du kannst nur bei dir selbst beginnen. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht nur liebe deinen Nächsten und dich selbst. Setze mal ganz hinten an, vergesse mal, denn wer schon niedrig wird, erhöht werden. Das ist eine vollkommen falsche Auslegung. Liebe dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du deinen Nächsten auch nicht richtig lieben. Du brauchst dich auch nicht zu wundern, dass du keine Liebe von ihm richtig fühlst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, indem du dich 100% radikal vollkommen, so wie du jetzt bist, ob Vollkommenheit oder Unvollkommenheit, kannst du alles wegschmeißen. Das ist sowieso alles Hirngespinst. Wirf alles weg, so wie du jetzt bist, sei einfach. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, in ihm. Und die Liebe ist das Sein. Gott ist die Wirklichkeit. Das ist das universelle, kosmische Selbst, das dein Selbst ist. Lass alles andere absterben, was es auch sei. Stirb und sei ganz tot. Und dir offenbart sich die Fülle des göttlichen Seins.
Diese Welt geht vorüber und alles, was wichtig ist, fliegt vorbei. Jeder muss aus seinem Traum erwachen, es ist keine Zeit zu verlieren. Und deshalb bemüht euch ohne Unterlass. Unbeständig ist das ganze Dasein, wie Wolken im Herbst. Gleich einem Schauspiel sind Geburt und Tod auf der Bühne des Lebens. Wie ein Blitz am Himmel verfliegt das Leben. Es fließt vorüber, wie ein Sturzbach den Berg hinabrauscht. Bemüht euch ohne Unterlass, euer Selbstgewahrsein ständig, überall, zu jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit aufrechtzuerhalten. Aum, A, Hum.